Was geht, Leute? Ich mal wieder, euer Andrew Fox mit Fallout 4 in VR. Und ich glaube, jetzt wird's spannend. Wir haben ja in der vorherigen Folge eine Random Gun bekommen. Quasi eine Random Gun. War gefährlich, war witzig, aber vor allem gefährlich. Und jetzt hat uns unser Radar zu einer Stelle gebracht, die mir ein bisschen mysteriös vorkommt. Ich habe Angst. Bis gleich. Willkommen zurück ins Ödland mit mir, Ghost, und dieser ominöse Weg, der mir ein bisschen Angst macht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit unserer Munition, 80 an der Zahl, weit kommen. Aber wir haben ja noch, wir haben ja noch eine Impro, oder? Ja, geh mal wieder auf Energiewaffen. Wurde auch mal wieder Zeit. Eine Riesenwumme. Oder haben wir was? Haben wir was? Was haben wir denn eigentlich noch an Waffen? Wir haben noch hier die Bluebird. Ja, aber da haben wir nur 2,92. Da wollten wir noch ein bisschen warten, bis wir mal zu der Levelstufe kommen, die dann die 5,56er Munition droppen. Könnte noch ein bisschen dauern. Aber ansonsten, die können wir eigentlich schon ausmustern. Die macht viel zu wenig Schaden. Also bleiben wir bei unserer Energiewaffe, die so, ja, 22, miserable 22 Schaden macht. Ist nicht sonderlich viel, gebe ich zu. Ah, jetzt juckt mich wieder was. Gleich geht's los, Leute. Gleich gehen wir da rein und gucken, was hinter dieser mysteriösen Gegend, Gefühl, mysteriösen Gefühl, wie heißt dieses Wort? Jetzt habe ich wieder so eine Wortfindungsstörung, die mich beschleicht. Bla bla bla. Rein geht's. Also irgendwas ist explodiert in der letzten Folge, irgendwo hier in der Nähe. Unser Questmarker zeigt auch wirklich dahin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es wäre ein Bug. Weil eigentlich, wenn wir die Karte uns anschauen, ist da eigentlich nichts mehr. Aber nun gut. Wir haben hier irgendein Konstrukt. Ein Bunker? Ein Bunker. Ne, da gehen wir gleich rein. Ich will kurz gucken. Was ist hier noch? Das sieht so. Oh fuck! Any civilian passing through here is required to pay a fee of 500 caps. How about knocking some caps off the price? How about knocking some caps off the price? 400? Can you afford that? Come on! You can do better than that. Listen, I'm not even supposed to be talking to you. I either collect the money or shoot you dead. Which will it be? Ja, okay. Here. Fine. Here, take your money. Well, everything seems to be in order. Please, be on your way. Warum ich jetzt gezahlt habe? Klar könnte man jetzt sagen, ich hätte sie auch einfach niederschießen können. Vielleicht mache ich das auch hinterrücks. Aber ich weiß ja nicht, ob hier irgendwo in der Nähe noch mehr Gunner rumlungern. Ja, wir werden gleich in den Bunker gehen. Ich will mich nur mal hier kurz ein bisschen umschauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gerade erst angefangen, oben ist noch irgendwas. Überall Questmarker. Aber es sieht so aus. Gunner sind ja, seltener. Die brauchen Geld. Mehr wollen sie nicht. Nicht so wie Raider, die einfach alles abschlachten. Gut, Gunner greifen auch an. Oh, fuck! Alter! Alter, 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 Alter!
Da, macht was. Ich habe euch 400 Kohle gegeben. Ja, komm. Macht sie alle. Oh Gott, hinter mir. Weg, Scheiße. Ist das so einer? Ein Red Scorpion, ganz normaler. Sorry, ich weiß nicht, wie man mit Waffen umgeht. Ich kann euch leider nicht helfen. Verdammt. Die haben das auch noch geschafft, ey. Ja, okay. Aber ich denke mal, das könnt ihr alles gar nicht mehr gebrauchen. Er kann es nicht gebrauchen. Ich lasse euch einfach in Ruhe, okay? Ich meine, ich könnte sie auch töten, aber... Au. Aber nein. Munitionsverschwendung. Und 400 Caps. Ich meine, wie viel habe ich? Ich bin quasi reich. Aber das da könnte interessant werden. Need the password. Man braucht ein Passwort. Scheiße. Braucht ein Passwort. Schade. Dann war doch der Questmarker irgendwo woanders. Hier. Jetzt sehe ich ihn erst. Weiß aber auch gar nicht warum. Also wir kommen nicht in den Bunker rein. Ohne Passwort? No way. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass da irgendwas ist, was wichtig sein könnte. Das behalten wir im Hinterkopf. Nächstes Ziel. Nächstes Ziel. Munition aufstocken. Und dann gucken wir weiter. Wir sehen uns gleich. So, wir sind noch hier im Morgengrauen. Wird aber bald hell. Ich habe die Waffe ein bisschen aufgemotzt. Bisschen Munition hergestellt. Hier sehe ich eine Vault. Okay, aber... ja, wir könnten hier noch ein paar Quests machen. Da ist mir eins aufgefallen. Und zwar A Rude Awakening. Listen to the Vault 111 Distress Signal. Das machen wir jetzt mal. Seht ihr irgendetwas? Bin mir nicht sicher, ob da irgendwas kommt. One war aber war unsere Vault, oder? Ja. Okay, nehmen wir einfach mal das andere. Gale Distress Beacon. If you're hearing this frequency, know that I have a job opportunity for you. If you're a scavenger, a bounty hunter or a mercenary, know there's good pay involved. If you're a raider, super mutant or a synth, know there's several thousand pounds of lead involved. Either way, I'm seeking to hire someone with skills. Come to the old bunker at Natick Banks and we'll talk. This message repeats. If you're old bunker. Know that I have a job opportunity for you. If you're a scavenger, a bounty. Keine Ahnung, wo Old Bunker ist, aber dann nehmen wir noch das da auch mal. Scheinbar kommt da auch nichts. Meine Güte. Ja, aber okay. Old Bunker. Keine Ahnung, wo das sein soll. Ja, Talk to Sturge machen wir ein anderes Mal. Aber was wir machen könnten ist, unser Radar zeigt uns eine Vault an. Und das gefällt mir sehr. Das sollte einfach gehen. Vault, was soll das schon sein? Irgendwelche More Rats? Oder höchst wahrscheinlich eher Kakerlaken. Keine große Sache für uns. Da gehen wir jetzt rein, machen noch eine Vault fertig, gib Punkte, denn wir brauchen Punkte, wir brauchen Experience, um im Skilltree Waffenkunde 3 zu erreichen. Denn dann können wir mit unseren Ressourcen von der 3,8er Munition auf die 5,56er umsteigen. Die ist nämlich
billiger. Also von den Herstellungskosten. Ja. Deswegen. Das ist ja wirklich ein Bunker. Ich glaube, der Bunker ist mir neu. Das könnte vielleicht auch ein gemoddeter Bunker sein. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass jemals hier ein Bunker war. Okay, jetzt bin ich mal... Government Facility. Haben wir jetzt hier ein Distress Signal? Lass uns einfach mal an. Ghost, komm. Da gehen wir jetzt rein. Das wird jetzt spannend. Let's do this. Ziemlich dunkel hier. Und Gegner werden auch angezeigt. Okay. Hello. Raider. Und auch noch... Hab ich nicht gesehen, oder was? Nummer 1. Weg. Geht noch gut. Ah, doch, Energiewaffen sind schon geil, muss ich schon sagen. Aber was haben wir denn hier? Ich weiß nicht. Das kommt mir alles ein bisschen suspekt vor. Oh, der ist gesplashed. Scheiße, es war ein Legendary. Der hat bestimmt... Ah, da. Ah ja, da ist ein Haufen. Chameleon. Enemy have a harder time detecting you while you are sneaking. Ah, das ist cool. Munition ist sehr cool. Eine bessere Maske. Okay. Können wir gleich mal equippen. Das machen wir aus. Ich glaube, da wird nichts kommen. Chameleon ist nicht besser, müssten wir aber dann rausnehmen. Achso, gut für Radioactive, okay. Okay. Mal die Tür auf. Das ist not functional. Okay, müssen wir den langen Weg gehen. Ich habe so das Gefühl, das könnte spannend werden hier unten. Irgendwas wird hier versteckt. Irgendwas, was die Raider hier für cool empfinden. Komm, 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 komm. Einfach null Chance, um das Licht außen sehen, schlechter zu erkennen. Schade, kann man nicht die Lichter ausmachen, oder? Nein. Bei uns zwei. Da. Wo ist er? Fuck, jetzt auch noch nachladen, genau jetzt. Mit das Beste. Werf ich überhaupt? So. Den Loot uns holen. Also wenn hier in der Gegend jetzt nicht irgendwas ist, was mir so ein Wow-Gefühl beschert, weiß ich auch nicht.
Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Man kann nicht. Oh yes, Lied! Der hat sich schon gelohnt. Hat sich schon sowas von gelohnt. Wonderglue. Einen Moment. Bin gleich wieder da. So. Läuft da was? Nein, da läuft nichts. Ja, bequem haben sie es sich ja schon gemacht. Aber... Oh, fuck. Oh, fuck. Shit. Ah. Okay, das war jetzt nicht so clever, sich töten zu lassen, aber irgendwie... hier ist niemand. Also klar, ich musste, nochmal neu laden. Aber hier ist niemand. Jetzt war da jemand. Komisch. Jetzt haben wir halt nicht den gleichen Legendary. Aber... Immerhin. Ja, ich meine, sonst macht's ja keinen Spaß, wenn wir da keine Gegner haben. Also jetzt einfach frontal rein und schnell dezimieren, aber es ist wieder niemand da. Okay. Wayne, das ist wahrscheinlich eine... Die Spawn-Rate ist sehr gering wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, hier in der Gegend. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Lass uns nicht aufhalten und gehen jetzt hier durch. Denn irgendwas muss ja hier sein. Schön eingerichtet ist es ja schon mal. Also ich habe mir schon gedacht, dass jetzt wahrscheinlich auch hier keine Gegner sein werden. Schade eigentlich. Schade. Na, hier geht's endlich mal zur Vault. Das ist dieser Weg, das ist wahrscheinlich... Da, der Vault-Eingang, okay. Gucken aber erstmal, was dieser Weg uns bietet. Musik gibt's hier keine. Aha, Lootboxen, okay. Na gut, die Zigarrenkiste hätte ich jetzt nicht mitnehmen sollen. Aber Wayne, wir haben hier... Hallo. Eine Autopistole. Hallo! Bisschen klein, aber eine 10mm kann man gebrauchen. Dazu auch noch gleich mal die Munition. Und hier. Okay, da können wir uns ein bisschen besser verbessern. Hat sich ja doch ein bisschen gelohnt. Aber viel interessanter ist doch, was hier so abgeht. Also warte, ja, der funktioniert immer noch nicht. Öffnen wir die Schleuse. Drück den Knopf. Record positive. Da gehen wir jetzt rein. Time left. Time left. So, hier geht's rein. Zeit haben wir. Sieht aber eigentlich aus wie unsere Vault. Komischerweise. Bin mal gespannt, was das hier für eine Art Vault sein soll. Für irgendwie, ja, Munition, hallo. Ja, Ghost, geh halt rein, guck dich um. Fühl dich wie zu Hause. Ich meine, du weißt gar nicht, wie mein Zuhause aussieht, aber ich habe hier quasi 200 Jahre im Kälteschlaf gelebt. Ja, da guckst du.
Also irgendwas muss ja hier sein, das quasi unmittelbar neben unserer Vault noch eine Vault ist. Oder ist es so... Hallo? Sieh da! Da... Hä? Da ist ja jemand! Warum gibt's hier so viel Munition? Aber warum ist da jemand? Warte, da gucken wir gleich. Die wird bestimmt nicht verschwinden. Wow. Hallo, wirklich schön hier. Terminal. Okay. Ein leerer Terminal. Oh, bitte sei nicht verbuggt. Das sieht mehr aus wie so ein... Keine Ahnung. Testraum. Ein Testraum, wo einfach nichts drin ist. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hallo? Okay, wer sind Sie und was machen Sie hier und warum macht das Tracking Probleme? Hallo? Dr. Alan O'Neill Kane. Can I help you? Was machst du hier? Tell me more about this vault. How did you end up in there? I suppose there's no harm in telling you now. While the Vault 111 that you know was in fact built for research purposes, the vault in which you found us served a different role. It was a collaboration between Vault-Tec and the government, intended to preserve key personnel in the event of a nuclear war. I was in Boston for meetings with government officials when the sirens went off. They transported me to the vault with the others. Langweilig, erzähl mir mehr davon. What is it you're working on? Nothing just now, but hopefully I'll be able to get to work soon. What's your story? My family has a long history in medicine. My great They were okay. Ja. Actually, tschüss. Alright. Also ich hab gedacht, da passiert... Da ist ja noch einer. Dachte, da passiert mehr. Da sind Soldaten drin. Da ist ja... Wer ist denn das? Mach mal auf. Wichtige Menschen. Das ist alles? Oh, come on, Leute, da muss doch ein bisschen mehr passieren. Also, nur für Duct Tape bin ich nicht gekommen. Aber immerhin viel Duct Tape. Oder bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht? Ich dachte, jetzt passiert hier was. Also... Also, die Vault hätte man sich auch sparen können. Wir sehen uns oben. Bis gleich. So viele Geheimnisse um nichts. Ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, da passiert jetzt irgendwie eine Story. Also manchmal ist Fallout 4 so ein bisschen verarscherisch. Aber na gut. Dann können wir das abhaken. Gehen nochmal zu unserer Sanctuary zurück. Okay. Sanctuary zurück. Schauen uns nochmal unser Gebäude an. Und geben mal die Quest ab. Dann haben wir das auch mal. Sturge? Hör ich hämmern? Da ist er. Hello. Hey, Sturges. Hallo. Having a place to sleep will improve everyone's spirits. Haben wir. Now is a reliable source of clean water. Okay. What do you mean? Like a well. They won't have to keep drinking the river water. That stuff's not good for you. Oh well. I should have done more. I hope those raiders pay for what they've done. Okay, wir müssen eine Well bauen. Können wir ja ganz schnell machen. Ging es nochmal Toggle? Nö. Ach. Manchmal echt noch nicht klar mit dem
Zeug, Power, Defense, Resource. Water. Da. Pumpwell. Wo machen wir die Pumpwell? Wo können wir Gartenarbeit leisten? Hier können wir Gartenarbeit leisten. Und deswegen machen wir die World direkt hier hin. Wir können noch mehr bauen, aber das braucht Energie. Aber ich denke, so ein normales Ding würde auch reichen. Only placed in dirt. Also hier. Warum geht das nicht? Can only place in dirt. Das ist doch dirt. Dirt. Das ist doch dirt. Das ist genug dirt. Bau einfach den Keck dahin. Ja, also. So. Und noch eins. Ja, dann einfach hier nebendran. Zack. So, complete. Talk to Sturge. Wo ist der Dude? I feel better already. Knowing we have a reliable supply of clean water. I hope you don't mind me asking for some more help, but our food supplies are running low. If we're gonna settle here, we'll need to get some crops established. What kind of crop are you looking for? Ah, Leute. Also das werde ich beim nächsten Mal alles noch machen. Ich glaube, ein bisschen langweilig jetzt gerade. Aber wir kommen eh dem Ende nahe. Ich hoffe, beim nächsten Mal sollen wir ein bisschen mehr Munition haben. Wir haben ja wieder Lead gesammelt. Gibt's ja eine Ladung Munition für unsere Main-Waffe. Und dann gucken wir, wo unser nächstes Ziel hinführt. Ab zur Atmod. Ja, heute ist wieder nicht viel passiert, aber solche Tage gibt's nun mal, manchmal bei Fallout 4. Manchmal passiert auch gar nichts und manchmal passiert zu viel. Wir haben eine sinnlose Vault besucht und ganz am Anfang noch diesen einen Bunker, den wir irgendwann mal besuchen werden. Irgendwann mal. Uns fehlt ja noch das Passwort. Aber, ja, es geht weiter. Richtung Ödland, Richtung Abenteuer und ein bisschen mehr Munition. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer NeroFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.